Drei Fragen, die du ihm beim ersten Date unbedingt stellen solltest. Willkommen zu diesem Video, ich bin Sergej Linz. Wenn dir dieses Thema gefällt und du mehr Tipps haben möchtest, wie du einen Mann beim ersten Date um den Verstand bringen kannst, dann gib diesem Video ein Like, abonniere diesen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn neue Videos von mir rauskommen. Und jetzt kommen wir zu den drei Fragen. Denn immer wieder stelle ich fest, dass Frauen unvorbereitet in ein Date reingehen. Sie gehen rein und, naja, sie bewerten den Mann irgendwie, wenn sie das überhaupt tun. Ja, sie scheinen so eine Skala zu haben. Und das im besten Fall, zum schlimmsten Fall komme ich gleich, so eine Skala, auf der sie den Mann einordnen. Ja, und meistens ordnen sie den Mann nicht ein nach wahren Qualitäten, die dafür sprechen, dass der Mann sie glücklich machen kann, sondern nach, impulsiver emotionaler Reaktion. Ja, weil der Mann ein bisschen auf Abstand geht oder weil der Mann schon sympathisch ist und gleichzeitig ist er ruhig oder der Mann sieht so ähnlich aus wie, so ein bisschen ähnlich aus wie irgendein Junge von damals in der Schule, aber die Frau weiß es nicht, aber im Unterbewusstsein ist es immer noch da. Ein Junge, in den sie mal verliebt war damals. Und so kommt es vor, dass Frauen die Männer oft sehr falsch einschätzen. Und so kommt es, dass sie, einem Mann anfangen hinterher zu laufen, der überhaupt nicht auf sie reagiert, der überhaupt nicht die Fähigkeiten mitbringt, mit dieser Frau etwas Schönes aufzubauen. Damit dir das nicht passiert, solltest du diese drei Fragen kennen und beim Date fragen. Frage Nummer 1. Und diese Fragen übrigens solltest du nicht so Wort für Wort aussprechen oder mit so einer Liste kommen mit drei Fragen. So, okay, hallo, Frage Nummer 1. Ja, sondern sprich mit dem Mann. Die ersten 5 Minuten des Dates sollten, oder die ersten 10 Minuten des Dates oder sogar noch ein bisschen mehr, ist Smalltalk. Reden über nichts. Was ist dir heute so Verrücktes, Komisches passiert? Was ist ihm heute Verrücktes, Komisches passiert? Heute oder in den letzten paar Tagen, paar Wochen. Ja, und wir tauschen Emotionen aus. Natürlich sind wir gut gelaunt. Ja, also niemand mag miese Männer oder miese Menschen. Männer wie, ob Männer oder Frauen. Sondern sollte schon ein emotionales Spiel zwischen euch stattfinden. Klar, wenn du merkst, dass der Mann überhaupt nicht auf deine Emotionen reagiert, dass er Reaktionen zeigt, die dir überhaupt nicht gefallen, dass zwischen euch gar kein Gesprächsfluss stattfindet, dann kannst du schon die richtigen Schlüsse ziehen. Ja, und mit Schlüsse meine ich Schlüsse. Ja, wenn du jedoch merkst, hey, zwischen euch harmoniert es und du möchtest mehr über diesen Mann erfahren, und zwar wirklich erfahren, wie er dich behandeln wird, wenn ihr euch weiterhin trefft und vielleicht sogar irgendwann exklusiv trefft, dann stelle ihm diese drei Fragen. Die erste Frage ist, also binde sie irgendwie ins Gespräch ein. Welche Eigenschaften respektierst du an Männern und an Frauen? Ja, daraus kann man ein kleines Spiel machen. Du erzählst etwas, er erzählt etwas. Ja, wichtig ist, dass du wirklich zuhörst, welche Eigenschaften er in Frauen respektiert. Ganz, ganz wichtig. Nicht, welche Frauen gefallen ihm, nicht auf welche Frauen steht er, sondern welche Frauen respektiert er oder welche Eigenschaften in Frauen respektiert er. Ja, lass die Frage sein und vergiss sie für immer, verbanne sie aus deinem Gedächtnis, respektierst du Frauen. Das ist eine genauso bescheuerte Frage wie die Frage, respektierst du Männer? Also, da gibt es viel zu wenige Informationen, die diese Frage beantworten könnten. Ja, du musst also jede Frau kennen. Von diesen 8 Milliarden Menschen, so jede Frau von diesen 4 Milliarden Frauen und jeden Mann von diesen 4 Milliarden Männern, ihn so ähnlich wie möglich kennenlernen, quasi ein paar Jahre mit ihm verbringen auf engstem Raum, um seine Psychologie kennenzulernen, um seine Denkweise kennenzulernen, das ist nicht möglich. Ja, deswegen vergiss diese Frage, respektierst du Frauen, sondern welche Eigenschaften an Frauen respektierst du? Und dann hör zu, was er zu sagen hat. Ja, denn das sind die
Eigenschaften der Frauen, die er sucht, irgendwo unterbewusst. Und er reagiert auf diese Eigenschaften in Frauen. Ganz, ganz wichtig, dass du sie auch merkst und schaust, passt es oder passt es nicht. Wenn er gar nichts zu dieser Frage sagt, also weder bei Männern noch bei Frauen, oder den Eigenschaften, die er in Frauen oder Männern respektiert und schätzt, dann kannst du dir deine Schlüsse schon ziehen, weil er nicht so weit denkt. Die nächste Frage ist, was schätzt du? Also, was ist dir wichtig im Leben? Hierbei bewegen wir uns auf Werteebene. Ja? Also nach welchen Werten gestaltet er sein Leben? Nach welchen Werten gestaltet er seine Ideale? Ja? Also was treibt ihn an als Ideale? Also was ist ihm wichtig in diesem Leben? Und auch hier, schau, passt es nicht. Das können bestimmte Momente sein, das können bestimmte Emotionen sein, das können bestimmte Dinge sein. Ja, das können bestimmte Menschen sein, die er schätzt. Und auch hier solltest du dich nicht auf Menschen spezialisieren, sondern wirklich, welche Eigenschaften von diesen Menschen sind es, die er schätzt. Ja, und die dritte Frage ist, und das ist eine Frage, die ein bisschen in die Zukunft projiziert. Wie siehst du dich selbst in 2 Monaten, in 6 Jahren, in 1 Jahr, in 30 Jahren, wie auch immer? Je nach Gesprächsstand, je nach dem, worüber ihr redet, also wenn ihr zum Beispiel über die Zukunft redet, ja, zum Beispiel darüber, wie die Zukunft in 20 Jahren aussehen wird, dann kannst du fragen, hör mal, wie siehst du dich eigentlich in 20 Jahren? Was hast du erreicht? Also was hat dein Zukunfts-Ich erreicht? Was hat er erklommen? Worauf ist er stolz? Worauf ist er, ja, so womit gibt er an oder worauf blickt er mit Freude und mit Stolz zurück? Ja, was hat er accomplished? Ja, und diese Frage ist sehr wichtig, weil du damit die Spreu vom Weizen trennst. Irgendwelche Männer, die auf unteren Ebenen leben, die eher die Komfortzone suchen, die eher Vergnügen suchen und nicht persönliche Realisierung, persönliche Erfüllung. Diese Männer sonderst du aus, weil diese Männer werden dich nicht glücklich machen können. Sie suchen nach Menschen, die sie glücklich machen können, beziehungsweise die ihm ein schönes, leichtes Leben geben, damit sie nicht so viel arbeiten, damit sie sich nicht so viel sorgen müssen. Ja, sie suchen einen Mutterersatz sozusagen, der für sie putzt, kocht, der für sie arbeitet, der ihnen quasi als eine Stütze fungiert, an die sie sich halten können. Solche Männer werden dir die ganze Energie aussaugen. Sie werden dir den ganzen Lebenssaft aussaugen. Solche Männer solltest du frühzeitig erkennen und meiden. Vollkommen unabhängig davon, wie charmant sie sind, wie gut sie aussehen, wie gut sie quatschen können, wie selbstsicher sie sind oder sonstiges. Es sei denn, das ist der größte Wert in deinem Leben, dann natürlich ab die Post. Ja, aber wenn du ein paar Stufen weiter bist und strategisch denkst, also nicht nur für den jetzigen Augenblick, sondern wirklich strategisch, dann solltest du Männer suchen, die über bestimmte Kriterien verfügen und die auch sich eine gewisse Strategie erbauen können, die sich selbst in die Zukunft projizieren können und die ihren Lebensweg gehen, die ganz genau wissen, was sie im Leben anstreben und die auch daran glauben, dass sie es erreichen können. Solche Männer sind wirklich selten. Also sie sind jetzt keine Diamanten oder sowas, schon etwas häufiger anzutreffen. Aber genau nach diesen Eigenschaften solltest du Männer abklappern und genau nach denen solltest du einen Mann bewerten, ob du dich weiterhin mit ihm treffen willst oder nicht. Ganz, ganz wichtig. Schreib mir gern in die Kommentare, was du zu diesem Thema meinst. Vielleicht hast du deine persönlichen kleinen Tricks oder Geheimnisse oder hast für dich etwas rausgefunden, wie du beim ersten Date herausfindest, was für ein Mann dir gegenüber sitzt und wie du ihn
bewerten kannst, wie du ihn in dem Sinne bewerten kannst. Also nicht, wie gut oder wie schlecht er ist, sondern passt er zu dir oder passt er es nicht. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören. Schreib mir gerne Kommentare. Ich lese wirklich jedes Kommentar. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Also dem Video, nicht mir. Mir kannst du natürlich auch einen Daumen hoch geben. Und abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ich freue mich wirklich, 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 wenn wir uns beim nächsten Video wieder begegnen. Dein Sergej Lenz.